Okay, Moment. Was haben wir denn hier? Ey, echt, die stehen super schnell wieder auf. Haken, Haken. Ich weiß auch nicht, ob wir hier schon waren. Soll ich es mal wagen? Ich habe es gewagt und es hat sogar funktioniert. Ich bin überrascht. So, und dann könnten wir von da vorne vermutlich an den nächsten... Ja, in den nächsten Tod. Nee, an den nächsten Hammer und von da aus dann irgendwie rüber. Hm. Kommt der nochmal? Natürlich kommt der nochmal. Na, spring drauf. So, was ist denn mit dem Haken? Da kommen wir darüber. Oder sollte ich das zuerst machen? Ich weiß gerade echt selber nicht. Ach so, hier ist ein Medipack. Okay, Moment, dann probiere ich es mal hier. Was ist das? Oh nein. Vielleicht ist in den Legenden der Frostriesen von diesen Yetis die Rede. Der steht doch auf. Das war klar. Scheiße. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir hier... Aua, aua. Ein, ja, eine Art Bosskampf noch machen müssen, absolvieren, überstehen. Whatever. Was? Ach, das war's jetzt. Was? Das war's jetzt? Okay, gut, aber ich habe ja auch ein paar... Granaten abgefeuert. Keine Medipacks? Keine Medipacks und keine Möglichkeit. Doch. Doch, es gibt eine Möglichkeit, da oben hochzukommen. Das hätte ich wahrscheinlich... Oder? Shit. Das hätte ich wahrscheinlich vorhin auch schon ausprobieren können. Aber dann warte ich mal, dass das Ding hier ein bisschen weiter unten ist. Jawohl. Passt das? Ja. Also ich weiß immer noch nicht, ob es das Richtige ist, was ich hier tue. Aber mit dem Hammer kommen wir dann wenigstens auf die andere Seite. So. Was sagt denn unsere Gesundheit? Ach komm, eins können wir nehmen. Wow, nicht so weit. Oh, Lara, nicht wieder rein, nicht wieder rein. Oh Gott, jetzt sind die Dinger... Was? Wie soll ich das denn machen, wenn die da oben sind? Moment, was passiert? Ja, das passiert. Ach so, ich hätte vermutlich direkt abspringen sollen. Aber wie kommt man eigentlich hier rüber, ohne wirklich Energie zu verlieren? So auf keinen Fall. Ja, das hat geklappt. Und hepp, ich hoffe, links ist jetzt wieder die richtige Entscheidung. Nein, natürlich nicht, ne? Ach, ich meine rechts. Das habe ich schon hier. Rechts-Links-Schwäche. So. Und dann? Und dann? Oder soll ich mich hier einfach runterlassen? Ist das so gemeint? Ja, ne? Ich denke schon. Soll ich das mal einfach riskieren? Wow! Jawohl!
Schön. Ich höre doch wieder irgendwas, oder? Schön, schön. Also, 3 Medipacks haben wir und wir haben, ja gut, nicht mehr viel für die Schrotflinte. Und jetzt ist die Frage, oh. Thor, der mächtigste meiner Söhne und die mächtigste Waffe auf Erden sind endlich wieder vereint. Wenn ich heimkehre, geweckt durch alte Rituale und Mjölnirs Macht, werden wir die Siegel von Helheim brechen und unser beider Schicksal erfüllen. Wichtiger ist der Schlüssel nach Helheim, wo immer das sein mag. Es wird Zeit, mit Nadla zu reden. Da haben wir das Level also schon beendet. Das hat mir echt Spaß gemacht, muss ich ja sagen. Andamanensee. Am Ende hat mir Amanda geholfen, die Königin von Atlantis zu finden und einzusperren. Und mit Thors Hammer kann ich Nadla zwingen, mir den Weg nach Helheim zu verraten, bevor ich sie endgültig aus dieser Welt verbanne. Ich nehme mal wieder das Leichte, weil das einfach cool ist. Und ich werde auch wieder das Sturmgewehr nehmen, denn das fand ich ehrlich gesagt um einiges besser als die Schrotflinte. Böse aus. Alte Rituale. Eben mal den Sound runterdrehen und nachschauen. Hatten wir das eigentlich schon? Das hatten wir noch gar nicht. Es ist zwar schwierig, einen toten Yeti ohne Pelz zu identifizieren, aber diese Kreaturen waren früher eindeutig Yetis. Ob sie sich in grauer Vorzeit nun selbst mit Rüstung versorgt haben oder aber als Arbeitstiere oder Krieger eingesetzt wurden, fest steht, dass diese bemerkenswerten Wesen die Riesen der nordischen Mythologie gewesen sein könnten. Thors Hammer. Mjölnir war die mächtige Waffe, mit der Thor zunächst gegen die Riesen kämpfte und während der Ragnarök schließlich die Midgard-Schlange vernichtete. Wer den Hammer führen will, braucht Thors Gürtel und seine Handschuhe. Diese Artefakte sind allesamt deutlich älter als ihre eigene Mythologie und die Menschen, die sie in aller Welt versteckt haben. Die nordische Mythologie betont zwar Mjölnirs schicksalhafte Rolle bei der Vernichtung der Midgard-Schlange, übersieht aber geflissentlich, dass letztere gleichzeitig nur durch ihn befreit werden kann. Andamanensee-Expedition. An der Tür, die zu Thors Hammer führt, hat Odin folgende Worte in den Stein gemeißelt. Thor, der mächtigste meiner Söhne und die mächtigste Waffe auf Erden, sind endlich wieder vereint. Wenn ich heimkehre, geweckt durch alte Rituale und Mjölnirs Macht, werden wir die Siegel von Helheim brechen und unser beider Schicksal erfüllen. Ich habe zwar nicht die geringste Lust, ein Schicksal zu erfüllen, das laut der nordischen Mythologie zum Untergang der Welt in der Schlacht Ragnarök führt, aber wenigstens habe ich jetzt Mjölnir und kann mir von Nadla alle Informationen holen, die ich brauche. Jawohl. Ja, also dieses Level gerade, oder wahrscheinlich für euch jetzt in der letzten Folge, hat mir total gut gefallen, aber ich bin auch ein bisschen froh, dass ich hier jetzt hauptsächlich auf menschliche Gegner treffen werde. Keine Spinnen mehr, hoffe ich doch. Ja, und wir haben alle... Schwingen Sie Thors Hammer mit RT und halten Sie LT? Äh.
falsche... Hä? Ach, ich muss den auch erstmal auswählen. Krass. Okay, gut. Gut. Heißt also, wir können die Gegner hier mit Thors Hammer erledigen? Ich probiere das gerade mal. Ach, krass. Das ist ja witzig. Aber tot sind die nicht, oder? Doch, sind sie. Ich kann hier alles zerstören. Ach, cool. Das gefällt mir. Wo seid ihr denn? Ach, da. Na, erst du. Na, komm näher. Und dann du. Ich konnte jetzt gerade gar nicht lesen. Ah. Da stand nämlich ja noch irgendwas von wegen LT auch noch drücken. Was habe ich denn gerade gemacht? So. Okay. Aber ich muss wahrscheinlich wieder über die Container. Oder? Komm, ihr blöden Typen. Wie viele gibt es denn von euch? Ist jetzt mal Ruhe hier? So, wie war das noch gleich? Da musste ich hier vorne anfangen, ne? Und dann auf diese Kisten. Ach nee, kann ich jetzt anscheinend gar nicht, oder? Mann, jetzt gib doch mal Ruhe hier. Durch eine der Türen. Das kann natürlich auch sein. Hallo? Kann ich hier rein? Leider nicht. War da... Ah, Mann, ey, Leute. Gib mal Ruhe hier. Ja, nicht töte die Schlampe. Sei mal ein bisschen freundlicher. Ich muss doch irgendwie über die Container... Doch schon wieder ein. Oh, Leute. Ist doch gut jetzt. Ich habe keine Medipacks. Ja, wo seid ihr denn? Ah, da. Ich schicke dich gleich ins Jenseits. Und ich finde das voll fies, dass ich keine Medipacks habe. Au! Boah! Schießt der mir einfach das Ding hinweg, wo ich gerade drauf springen will. Hoch, Lara, hoch. So. Packt sie das? Packt sie das, darüber zu springen? Das bezweifle ich ja irgendwie. Ach, ich muss wahrscheinlich da... Nee, sie wird es aber auch hier nicht packen. Boah! Der Typ ist da hinten irgendwo und ich glaube... Muss ich denn hier hoch? So vielleicht? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der Typ ist. Da komme ich jetzt nicht hoch. Ja, du bist hier auch irgendwo. Da nämlich. So, ich fange hier an. Springe hier drauf. Was ist das denn? Ach, das ist ein Medipack. Stimmt. So sahen die ja hier aus. Und hier hätten wir auch direkt mal den richtigen Weg. Gar nicht so schwer. Ach komm, ich gehe rechts rum. Finde ich gerade irgendwie besser. Na, ja, ist hier jemand? Bitte. Ah, noch mehr Typen, aber ich könnte trotzdem mal. Ach, der trifft aber auch aus ganz schöner Entfernung, ne? Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr in Bewegung bleiben. Dass die, oh, dass sie mich nicht so oft treffen. So.
jemand? Nein, ich glaube, hier ist es ruhig. Kein Medipack mehr. Nein. Tja, schade. Na gut. Wie sind wir denn das letzte Mal hier reingekommen? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Doch das letzte Mal hier irgendwie reingekommen, oder? Bin ich jetzt hier komplett verwirrt? Wahrscheinlich schon. Hier? Da muss ich noch weiter nach oben. Da ist noch so ein komisches Beiboot. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. Hier ist ein Kontrollpunkt. Ah, guck mal. Na, sieh mal einer an. Muss ich hier irgendwo runter. Ja, aber hier komme ich doch nur nach unten, oder? War das nicht so? Naja, egal, auf jeden Fall. Kontrollpunkt. Ah, stimmt. Heck. Stimmt, hier kamen auch beim letzten Mal welche. Und hier bin ich dann reingekommen. Ich möchte aber noch mal eben schauen. Vielleicht doch noch einen Koffer, aber nö. Na schön. Sag bloß, wir haben hier unsere Ruhe. Sind hier keine Gegner? Ah, doch, natürlich. Weg mit euch. Ihr habt doch sowieso keine Schnitte gegen mich. Au! Boah, hat er mich doch noch getroffen. Die alte Sau. Moment, sie hat da gerade so hingeschaut. War hier vielleicht... Nee. Rechts oder links, rechts oder links, rechts oder links, rechts. Was war das denn? Hi. Das war ja lustig. Wie auch immer, ich will nur wissen, wo es ist. Sieh nur, was du getan hast. Unglaublich. Ich werde nie mehr an dir zweifeln. Sag es mir. Jetzt. Also gut. Aber bevor du mich tötest, sag mir, bist du bereit, auf Odins Ankunft zu warten und das Ritual zu feiern, das Helheim öffnet? Ein Ritual, das sie natürlich kennen. Gewiss hast du bemerkt, dass auch ich um jeden Preis nach Avalon will. Aber keiner von uns kann alleine gehen. Du brauchst mein Ritual und ich deinen Hammer. Nein, nein, nur wenn sie zur Seite gehen, kriegen sie ihn. Halt! Du hast mein Haus zerstört. Du hast Alistair getötet. Ich habe bekommen, was ich wollte. Ist das nicht alles, was zählt? Wir treffen uns da.